Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Aufhören. Okay, bitte judged uns nicht, dass der Weihnachtsbaum noch steht, der bleibt den ganzen Januar stehen. Wir haben eine Wette gemacht, ich habe die Wette verloren, das heißt, er bleibt den ganzen Januar stehen. So, was werden wir heute machen? Wir testen die viralsten TikTok-Food-Trends, die ich immer auf meiner For You habe und jedes Mal testen will, aber nie dazu gekommen bin. Sie schickt die mir immer, schickt die immer, deswegen machen wir die. Jetzt mit euch! Und ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, wir machen es gut, weil ich habe ziemlich Hunger und es soll ja auch was werden, ne? Sind die einfach oder schwer? Ich weiß es nicht. Ja, du hast sie doch gespeichert. Ja, also, ich glaube einfach. Oh je, das kann was werden. Ihr wisst, leerer Magen, jeder ist gestresst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wenn wir das gut machen und das vielleicht erschmeckt, könnt ihr ja die ein oder anderen Rezepte auch nachmachen. Und wir geben natürlich auch unsere persönliche Meinung, ob das schmeckt oder nicht. Genau. Kommt natürlich darauf an, ob wir das gut machen oder nicht. Ich glaube, wir machen es gut. Ich glaube an uns. Wir schaffen das und mein Magen knurrt gerade richtig. Deswegen starten wir jetzt mit dem ersten Rezept. Wir blenden immer die Rezepte ein und dann zeigen wir, wie es bei uns geworden ist. Genau, das kann was werden. Viel Spaß beim Zuschauen und dann let's go. Wir starten jetzt mit dem ersten Rezept, die heiß beliebten Miso-Ramen. Cheesy Miso-Ramen oder so. Aber das ist nicht scharf, oder? Wir machen eine scharfe Version, also die Originalversion für mich und eine... Eine Kinderversion für mich. Ja, genau, die nicht scharf ist. So, wir brauchen eigentlich nicht viel. Wir machen jetzt erstmal den Wasserkocher an, damit wir die Ramen kochen. Schaut mal, ich bin so ein Mann. Ich habe mich so durchgesetzt. Dass wir einen pinken Wasserkocher haben. Uhu. Also entweder es wird richtig geil und mein neues Lieblingsrezept oder es wird ein Flop. Ich hoffe natürlich, das ist der erste Fall, bitte. Okay, wir fangen mal an. Wir machen den Herd hier heiß. Ich weiß gar nicht, wie viel Sahne oder Milch da reinkommt, aber kommt ein bisschen was rein für die Soße. Das kann sowas werden. Jetzt sei doch nicht so skeptisch. Wir machen die Babyversion bei mir in der kleinen Pfanne. So, das müssen wir erstmal erhitzen. Wir haben jetzt ein bisschen Soße in der Pfanne. Und jetzt kommt auch schon der Käse dazu. Sieht noch ziemlich unspektakulär. Aber Leute, es wird spektakulär. Sieht aus wie so ein Pfannkuchen. So, jeder kriegt jetzt zwei Scheiben Schmelzkäse. So, das muss dann schmelzen. So, ich koche die Nudeln nur mit heißem Wasser auf, also ich lasse es hier so aufgehen. Während ich das hier rumrühre, oh, daneben. Sieht ja schon richtig like a Soße aus. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, das muss nämlich diese Gewürzmischung, die bei diesen Miso-Nudeln immer mit dabei ist, in die Soße. Bei mir ist es eine scharfe, bei dir nicht. Einmal mal rein damit, ey. Hui, aber es riecht gut, deins. Aber es ist spicy. Ja, man riecht's. Dann kommt deins. Was soll das sein? Das ist so glibbrig. So. Ich tue bei mir aber schon mal noch ein bisschen dieses Sriracha. Sriracha, ja genau. Ratsch. Das heißt das so. Passt damit auf, weil das ist sehr scharf. Bei mir ist schon scharf mit drin. Also brauchst du das Chili-Pulver nicht? Nee. Kann das weg? Ja. Nee, das können wir aufheben. Boah, das ist... Ich hab Scheiße. Ich glaube, ich hab zu viel. Jetzt kippen wir diese Nudeln einfach in diese Soße hier rein. Jetzt wird das einfach umgerührt. Und ich würde es auch mal noch so 2 Minuten... weiter drin köcheln lassen. Deine sieht schon sehr gut aus. Man sieht halt direkt, dass meins scharf ist und deins nicht. Ja, wenn wir bei mir ein bisschen Paprikapulver reinmachen, sieht es auch ganz cool aus. Ja, machen wir einfach mal. Für die Ästhetik, ne? Weil das Auge, das isst ja auch mit. Jetzt aber es vielleicht sieht schon in die Soße reinrühren müssen und nicht in die Nudeln. Ja, so einfach ist es nicht. Es sieht ja schon mal gut aus, oder? Ja, es sieht eigentlich echt gut aus. Meins sieht aber auf Kamera noch heller aus, weil ihr direkt über dem Licht seid. Okay, solange das hier köchelt, mach ich mit meinem weiter. Also Nudeln sind drin. Nudeln sind drin. Stine ist natürlich mal wieder schneller gewesen, als ich hier alles einfangen konnte. Und jetzt wird es auch richtig ästhetisch umgerührt. Hey, wenn ihr das hören könntet. Es klingt ästhetisch. Aber es sieht schon mal hier sehr, sehr gut aus. Das Rezept hat jetzt maximum 5 Minuten gedauert. Numero uno für Marc. Jawohl, das kann man so machen. Die Pfanne ist so schwer. Taste Test. Tasty Toast. Ich bin hier gerade noch ein bisschen verrühren. Ihr müsst das probieren. Falls ihr scharfes Essen mögt. Ich muss einmal probieren, nur ein bisschen. Plus Cheesy, das ist die geilste Kombi. Kann ich ein bisschen probieren? Mhm. Aber es ist scharf, ne? Also der Nachgeschmack ist scharf. Das schmeckt anders, probier mal bei mir. Dein schmeckt intensiver, mein schmeckt okay. Wie? Ich find's auch geil. Also für jemanden, der nicht scharf isst, ist das geil. Mhm.
oder? Man kann ja eigentlich selber entscheiden, was für einen Geschmack man will, weil bei diesen Miso-Nudeln gibt es da eh verschiedene Geschmäcker. Stimmt. Spicy, Curry. Aber es ist so geil, Leute. Ich bin so froh, dass wir das getestet haben. Was habe ich für einen Geschmack? Du hast Gemüse. Ja, das schmeckt man, gell? Und es ist eine 10 von 10. Absolut. Dieser Trend hat seinen Hype verdient. Kommen wir zum TikTok-Food-Trend Numero dos. Ich weiß nicht, ob das schmecken wird. Ich auch nicht. Ich habe das so oft gesehen und das haben so viele nachgemacht. Und ich fand es beim Anrichten irgendwie eklig auf dem Video. Also diese Kombi allein. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das auf jeden Fall komisch findet. Starten wir. Es wird ein bisschen aufwendiger. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass wir so ein aufwendiges Rezept machen. Das brauchen wir alles. Also, wir starten jetzt. Du machst den Reis und ich mach den Lachs. Wie viel brauchen wir denn? Eine Tasse und 2,5 Tassen Wasser. Jetzt die Frage, schmeckt der? Das ist Mayo. Ihr müsst es mal abstimmen. Mayo ist nicht gleich Mayo. Es gibt tausende verschiedene Arten von Mayos. Ich hasse Mayo eigentlich. Weißt du, wo der Mayo am besten schmeckt? Der Mayo? Das Mayo beim Hans im Glück. Oh. Kennt ihr das? Da ist das Mayo am besten. Okay, kommen wir zum ersten wichtigen Step. Lachs auf dem Teller. Einfach zerdrücken, so richtig. Mmh. Noch mehr? Ja, so klein wie es geht. Also Step 1, Lachs fertig machen und zerquetschen, zerdrücken, wie auch immer man das nennt. Okay, über die Matschepampe kommt jetzt Reis. Ich weiß gar nicht wie viel, aber ich mache mal so eine Schaufel. Okay, ja, das sieht ganz gut aus. Wir müssen jetzt nochmal eine Baby-Variante und eine scharfe Variante machen, weil Monsieur ist ja nicht scharf. Richtig. Deswegen starten wir aber trotzdem erstmal mit der Sojasauce. Die kommt jetzt hier drauf. Eigentlich ästhetisch. Jetzt kommt Mayo drüber. Jetzt kommt bei mir noch Sriracha. Heißt das so? Ja, ich glaube schon, oder? Sriracha. Ja, bei dir sieht es jetzt original wie auf dem Video aus, ne? Ich weiß. Oha, wie scharf ist das? Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Ja, ist ja dein Problem. Also. Das kann doch nicht schmecken. Ey. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schmeckt. Wir essen es egal, wie es schmeckt. Ich glaube, umso mehr ich rühre, desto geiler wird's. Diese Blätter habe ich schon in so Dreiecke zerrupft, ne? In Quadrate. In Quadrate habe ich die Blätter zerrupft. Die brauchen wir nämlich gleich. Okay, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das müssen wir noch erklären. Habt ihr schon mal eine Avocado ohne Kern gehabt? Ja, sieht irgendwie komisch aus. Aber die Avocado sieht gut aus. Die sieht gut aus. Und dann? Legen wir die ästhetisch da drauf. Ey, ich weiß ganz genau, warum wir keine Foodblogger geworden sind. Ja, einfach drauf datschen. Das ist jetzt eine Bowl oder wie? Meine Hand ist voller Avocado. Das meins? Du nimmst so ein Nori-Blatt. Und jetzt legst du das so da rein. Oh, das ist so Essen, wo ich auch noch arbeiten muss. Arbeiten? Ich will doch einfach nur essen. Ich probiere das jetzt. Ich finde es einfach scheiße hier. Mm. Mm, das schmeckt richtig geil. Falls ihr Sushi liebt, das müsst ihr machen. Ich esse es einfach so. Mm-mm. Also ich muss jetzt ehrliche Meinung abgeben. Mm-hmm. Geschmack, was würdest du geben? Ich würde sagen, eine 8 von 10. Mhm. Aber ich sag dir, der Aufwand, mir ist es echt zu nervig, das hier zu machen. Das kann aber ja cool sein, aber... Das ist, wenn du mit Stäbchen halt ein Profi bist, dann ist es, glaube ich, entspannter. Das Ding ist halt, wir sind halt keine Profis. Nein. Aber sonst schmeckt es. Und ihr lacht es bestimmt noch gerade aus, wie wir das hier essen. Aber ich finde die Kombi, der Reis, warm, mit den Nori-Blättern, richtig geil. Mhm. Aber mit den Blättern ist es ganz einfach, weil die reißen manchmal nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch zu viel rein. Ihr könnt es mal sagen, vielleicht wisst ihr das, ob man da nur weniger rein muss. Aber es schmeckt richtig lecker. Also falls ihr Sushi-Lover seid, so wie ich, dann müsst ihr das testen. So, wir befinden uns jetzt hier wieder in der Küche. Heute kochen wir unser drittes TikTok-Rezept und damit auch das letzte für das Video. Das heiß begehrte Zitronenpasta-Rezept. Sina hat die Zitronen, ich habe den Pasta und weil wir Käse mögen, machen wir noch Käse dazu. Der Käse kommt doch rein. Ach so, kommt er auch rein? Das ist Parmesan. Parmesan. Also, wenn ihr das nachmachen wollt, wir brauchen einmal Zitronen, Nudeln, Butter und Butter,
some cheese and we need a top Parmigiano und Water. Das ist so ein Rezept, falls ihr nicht wisst, was ihr essen wollt. Ihr habt keinen Bock einkaufen zu gehen. Ihr habt nur so 3-4 Sachen noch im Kühlschrank, weil sowas werdet ihr immer haben. So ein Rezept ist es, dann macht ihr Zitronenpasta. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schmeckt. Also die Kombi Zitrone mit Nudeln. Nee. Das schmeckt bestimmt scheiße. Nee, wir machen das jetzt mit euch. Ihr seid dabei. Ich hab trotzdem live on stage with Stine und Marc. Let's go. Let's go. Ich glaube, wir müssen euch nicht zeigen, wie man Nudeln kocht. Das machen wir jetzt einfach mal, ohne euch das zu zeigen, okay? Wir müssen mal reden. Wir haben es noch nie geschafft, die perfekte Menge Nudeln zu kochen. Es sind immer zu viele. Habt ihr Tipps? Also jetzt nicht bei Spaghetti unbedingt. Aber wir benutzen schon diesen Tassentipp, ne? Aber das Ding ist, wir benutzen jedes Mal eine andere Tasse. Heißt jedes Mal, es ist eine andere Menge. Das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt mal ein kurzes Thema noch anschneiden, ne? Dieses Thema Nudeln mit Ketchup. Ketchup? Wer sagt Nudeln mit Ketchup? Wer sagt Ketchup? Ketchup. Sei es Ketchup? Seid ihr entweder Team, wir lieben's, oder Team, wie kann man das essen? Weil er ist Team, wie kann man das essen? Und ich bin nee, Team. Alle. Ey, ist geil. Nudeln mit Ketchup. Ist geil. Ketchup. Dann die Zitronen einmal waschen und halbieren. Also erstmal hier zum wichtigen Teil, die Nudels in the making. Dann zeigen wir, Achtung, das ist stumpf in Wirklichkeit, aber trotzdem aufpassen. Ganz wichtig jetzt, bevor ihr die abgießt, hebt Nudelwasser auf. Nudelwasser abgießen. Wir nehmen jetzt hier dieses komische Sieb hier und dann wird einfach mal... Da kommt gut Saft raus. Eigentlich müssen wir das jetzt hier reinlegen und umrühren. Ich bin die ganze Zeit hingesucht. Also die Zitrone dann reinlegen, die ihr ausgepresst habt. Nudelwasser. Und jetzt macht ihr die Butter in kleine Stückchen. Wenn ihr das so macht wie wir, dann sollte das jetzt bei diesem Step so aussehen. Ja. Butter. Zitrone. Zitrone und das sind die Spaghetti und unten drunter ist das Nudelwasser. Und jetzt wird's umgerührt. Boah, nee, Alter. Das riecht mir hier, das steigt mir in die Nase. Ich mach das weg. Vielleicht noch zwei. Mmh. Jetzt wird der Parmigiano. Aber richtig viel. Die hat richtig viel Käse drauf gemacht. Echt? Okay, Parmigiano in the making. Parmigiano, Parmigiano. Das sieht aus wie Mehl. Mmh. Oh, ich dachte, das schmeckt scheiße. Das schmeckt ja noch gut. Hm? Das schmeckt wirklich gut. Willst du jetzt das vom größten Kritiker? Ja. Ihr müsst ganz viel Käse rein. Und nicht irgendwie einen Läschenkäse, nicht diesen dicken. Am besten hier gerade diesen Parmigiano, der so gerieben fein ist. Mhm. So schneemäßig. Ich finde, wir hätten noch ein bisschen mehr Butter reinmachen können. Ja, dann wird es, glaube ich, cremiger, oder? Ja. Wenn ihr schärfer wollt, dann macht natürlich noch Pfeffer drüber. Die Kombi? Mhm. Zitrone mit Nudeln. Ich dachte, das kann ja nicht schmecken. Da fehlt ja irgendwas. Aber es ist geil. Und durch den Parmigiano habt ihr natürlich noch diesen Käsegeschmack. Ja. Aber ich glaube, man muss wirklich viel Parmigiano nehmen. Es schmeckt halt frisch. Das ist bestimmt auch ein geiles Sommerrezept. Mhm. Jetzt müssen wir noch eine Bewertung geben. Die haben schon mal einen Vorteil, weil ich liebe halt Nudeln, ne? Das ist so das Ding. Ihr liebt Nudeln, Leute. Ich würde eine 9 von 10 geben. Ich finde es leckerer als das mit dem Reis. So, Leute, hier sehen wir uns wieder. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, das alles auszutesten. Das war eine Katastrophe für mich. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein paar Last-Minute-Rezepte auf dem Schirm, falls wir mal nicht wissen, was wir essen wollen. Weil die waren eigentlich ganz okay. Ich fand, die waren eigentlich echt ganz gut. Und ging auch eigentlich ganz einfach. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, vielleicht machen wir nochmal sowas. Ihr könnt uns gerne auf Insta auch ein paar Rezepte schicken, die wir testen sollen. Wenn ihr es nicht machen wollt, dann machen wir es für euch. Ihr könnt auch gerne unten reinschreiben, ob ihr das nachmacht oder ob ihr das schon gemacht habt. Und wie ihr das dann fandet. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin... Alles Gute!